Sollten wir nicht langsam mal los zu der Versammlung? Das hat Zeit. Die fängt erst in ein paar Stunden an. Was? Ich dachte, wir gehen vorher noch ins Alt-Institut. Da gibt's eine afrozentrische Ausstellung, die soll... Moment mal. Was soll das? Was das soll? Ich weiß nicht. Ich meine, im Grunde ist das eine ziemlich existenzielle Frage, Michelle. Was ist jetzt mit der Gemeindeversammlung? Das ist erst um 4. Ich dachte, wir sehen uns ein paar Bilder an, holen uns was zu essen. Oder nicht. Wie du willst. Burak, du bist echt ein netter Kerl, wirklich. Aber ich hab's dir schon mal gesagt. Wir gehen nicht miteinander aus. Hm. Vielen Dank, Michelle. Ich finde auch, dass du echt ein nettes Mädchen bist, wirklich. Aber ich muss dich leider korrigieren. Wir sind gerade draußen, und zwar miteinander. Da hast du recht. Aber das hier ist kein Date. Okay, muss es ja nicht. Burak, ich möchte das nicht. Also sonst versuchen Frauen, über meine abstoßende Erscheinung hinwegzusehen und geben mir eine Chance, meine inneren Werte zu zeigen. Wenn ich dich abstoßend finden würde, hätte ich nicht versucht, dich mit Gina zu verkuppeln. Sie ist sehr attraktiv. Da hast du recht. Gina ist sehr attraktiv. Das hier ist kein Date. Alles klar, okay. Wir lassen es langsam Burak, angehen. Wir müssen hier nichts langsam angehen lassen, weil es hier nichts anzugehen gibt. Ich bin deine Betreuerin in unserer Kanzlei. Das wäre unprofessionell. Du wiederholst dich. Und du kapierst es nicht. Ja, aus gutem Grund. Denn was die Betreuerin-Sache angeht, ich meine, du hast mich einmal am Anfang herumgeführt und mir erklärt, wie der Kopierer funktioniert. Was mir übrigens mit dem Ding nicht wirklich weitergeholfen hat, also soweit zur Betreuung. Und zweitens, ist das nicht unsere Kanzlei, sondern deine Kanzlei. Ich bin nur den Sommer über hier. Und solange du hier bist, ist es unprofessionell. Aha, aber du findest mich attraktiv genug, um mich mit deiner hübschesten Freundin zu verkuppeln. Ach, so hübsch findest du sie? Du und ich haben viel gemeinsam. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Wir beide lieben Chicago. Okay, ich geb's zu. Mag sein, vielleicht hast du recht. Vielleicht haben wir viel gemeinsam und könnten gute Freunde sein. Aber wenn du das hier nicht verstehst, dann verstehst du gar nichts über mich. Es ist schon schwer genug, als Frau in einer großen Anwaltskanzlei zu arbeiten. Trotz dieser ganzen Diskussion um Gleichberechtigung und Quoten arbeite ich hauptsächlich nur mit Männern. Und damit mich all diese Männer respektieren, muss ich immer ein bisschen härter arbeiten als sie. Ich muss wahnsinnig gut sein, damit man mich überhaupt ernst nimmt. Und dann bin ich auch noch schwarz. Was die ganze Extraarbeit, die ich leiste, um zu kompensieren, dass ich eine Frau bin, im Grunde wieder völlig zunichte macht und ich wieder bei Null anfangen kann. Das heißt, ich arbeite dreimal so hart, um nicht als schwarze Frau, sondern als kompetente Anwältin gesehen zu werden. Also, was wird ein Typ wie Thompson wohl denken, wenn ich mich direkt auf den ersten süßen Schwarzen stürze, der zur Tür reinmarschiert? Die aufgeschlossenen Leute werden denken, das passt ja perfekt. Und die Engstirnigen werden denken, wie armselig. Du findest mich süß? Das habe ich nicht gesagt. Ein paar Sekretärinnen meinten das über dich. Gut gerettet. Was für eine Hitze! Hey Chicago, was macht ihr, um cool zu bleiben? Michelle, ich dachte, das ist kein Date. Ist es auch nicht. Also dafür gibst du dir aber ganz schön Mühe. Ich treffe mich nur mit dem Jurastudenten, der den Sommer über in der Kanzlei ist. Der aus Harvard. Er hat mich zu einer Gemeindeversammlung eingeladen. Und wie heißt der junge Mann? Barack Obama. Barack Obama, was? Hi. Hallo. Du bist zu spät. Ich hatte gehofft, du merkst es nicht. Ich hab's nicht anders erwartet. Du warst auch an deinem ersten Arbeitstag zu spät. Das hattest du also auch bemerkt. Als deine Betreuerin sollte ich sowas bemerken. So, Michelle, kann's losgehen? Mhm. Sollten wir nicht langsam mal los zu der Versammlung? Ach, das hat Zeit. Ich dachte, wir gehen vorher noch in eine Ausstellung. Schauen uns ein paar Bilder an, holen uns was zu essen. Das hier ist kein Date. Wie sieht das denn aus, wenn ich mit dem ersten süßen Schwarzen ausgehe, der zur Kanzleitür reinmarschiert? Das wäre unprofessionell. Du findest mich süß? Das habe ich nicht gesagt. Und wieso bist du dann nach Chicago? Ich wollte was verändern. Das wollte ich auch. Frauen helfen, ihnen eine Stimme geben. Wir beide haben viel gemeinsam. Das ist wirklich lieb von dir, aber ich bin eher von der Eisfraktion. Wer bitte mag denn keinen Kuchen? Ich war schon lange nicht mehr so nah dran an echten, bedeutsamen Problemen. Ich möchte etwas bewegen. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich Bücher oder ich mache was in Richtung Bürgerrecht. Politik? Vielleicht. Willst du auch was? Klar. Du denkst echt, du bist der Größte, was? Und echt süß. Also bei Dumbo sahen die ja ganz gut aus.